Hallo, hallo, herzlich willkommen bei einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich möchte heute mit dir über emotionale Abhängigkeiten sprechen. Denn emotionale Abhängigkeit entsteht dann, wenn du dich schlecht fühlst, wenn du fühlst, dass irgendetwas nicht in Ordnung ist, wenn du Angst fühlst, wenn du Beschränkung fühlst, wenn du dich zurückgewiesen fühlst, wenn du Ausweglosigkeit fühlst und so weiter und so fort. Das sind alles Emotionen, die dich in deine Ecke drängen, die dich klein fühlen lassen, die dir sagen, ich kann nicht, es geht nicht, wie soll es denn gehen? Und du bist abhängig von diesen Emotionen und du hast das Gefühl, du drehst dich im Kreis. Und wie kommst du da raus? Wie kommst du da raus? Wie kannst du dich befreien? Nummer eins. Du bist nicht emotional abhängig. Du bist mental abhängig. Du bist von Überlegungen, von Ansichten, von Rückschlüssen und ganz wichtig, von Geschichten abhängig. Und über diese Abhängigkeit identifizierst du dich. Und dein einziger Ausweg ist, dass du das erkennst. Dass du erkennst, dass du denkst und dann fühlst. Es geht so, so schnell. Ein Gedanke, eine Ansicht, eine Geschichte, ein sogenannter Trigger. Und schon bist du in einem emotionalen Zustand. Aber dieser emotionale Zustand kommt aus einer Geschichte, aus einer Vorstellung und nicht, weil diese Emotionen in deinem Körper festsetzen. Und auch nicht, weil du diese Emotionen lösen musst, sondern weil du aufhören musst, diese emotionalen Zustände zu generieren. Es ist nichts fest. Materie ist nicht fest. Wenn du begreifst, dass es Energie ist und Energie entsteht aus dir, aus deinem mentalen Denken, was du denkst, was du glaubst. Und du denkst, du suchst immer, was glaube ich denn, was glaube ich denn, was denke ich denn, was denke ich denn, welche Überzeugung ist da noch, was muss ich drehen? Und da kommst du nicht auf einen grünen Zweig, weil es liegt an Geschichten, an einem multidimensionalen Konstrukt, mit dem du dich identifizierst. Und der schnellste Ausweg ist, du hörst auf, dich zu identifizieren mit deiner Vergangenheit, mit deinen vergangenen Ansichten, mit dem, was dir passiert ist, mit dem, was du glaubst, warum es passiert ist, mit all diesen Rückschlüssen und Ansichten musst du Schluss machen. Schluss machen. Im Sinne von Schluss machen. Aufhören, das zu bedienen. Aufhören zu glauben, dass es etwas mit dir zu tun hat. All das hält dich in einer menschlichen Beschränkung, in einem Mangeldenken, in einem Mangelzustand, in Mangelemotionen. Und das wiederum fühlt sich an wie Schmerz, wie eingeschränkt, wie beschränkt und wie unfähig, ohnmächtig. Und wenn du diese Emotionen nicht mehr möchtest, musst du aufhören, dich mit all den Dingen zu identifizieren, mit all den Ansichten zu identifizieren, wo du glaubst, dass du nicht ausreichend warst, dass das Leben nicht ausreichend war, dass andere nicht ausreichend waren, dass Situationen gegen dich entstanden sind und einfach nur wissen. Wir leben nach einem einzigen Prinzip. Die Welt, die sich im Außen zeigt, wird durch mich im Innern, durch meine Ansichten kreiert und generiert. Und nicht
wegen Emotionen, Emotionscode, Emotionen befreien. Emotionen entstehen momentan. Moment zu Moment zu Moment. Da sitzt nichts in deinem Körper. Du füllst deinen Körper immer wieder neu mit diesen Emotionen. Und diese Emotionen wiederum zeigen dir, wer du glaubst, dass du bist. Und das, was du glaubst, wer du glaubst, dass du bist, daraus schreibst du deine Zukunft, deine zukünftige Geschichte. Und jetzt erkennst du, dass alles an dir liegt und dass nichts vorgegeben ist, dass nichts so gemacht werden muss, wie du es immer gemacht hast und vor allem, dass nichts so gedacht werden muss, wie du es immer gedacht hast. Nichts ist so, wie es ist, für immer. Alles ist so, wie du sagst, dass es ist. Dein SP, dein Liebhaber, deine Partnerschaft ist so, wie du sagst, dass es ist. Geld ist so, wie du sagst, dass es ist. Und negative Glaubenssätze sind nicht zu finden, weil es sind multidimensionale Ansichten, die Geschichten basteln. Die basteln Geschichten. Und in dieser multidimensionalen Geschichte, wo du an verschiedenen Orten, an verschiedenen Erinnerungen hängst, machen dich aus. Und wenn du das verändern möchtest, musst du aussteigen aus deiner Vergangenheit. Komplett. Und das ist nicht so einfach, weil niemand aussteigt, wenn er nicht weiß, wo er neu einsteigt. Wenn er sich nicht sicher fühlt, wenn kein sicherer Hafen da ist, steige ich nicht aus dem Boot aus und springe ins offene Meer. Also ist es deine Aufgabe, einen sicheren Hafen für dich zu finden. Und zwar nicht im Außen, sondern in dir, in deinen Gedanken, in deinen Ansichten, in deinen Geschichten, in deiner Energie, die du generierst. In deiner Identität, die du manifestierst. Und alles Manifeste ist eine Folge deiner Energie. Und ich habe einen Kurs dazu, und zwar ist es Einführung in Divine Design Energetics. Und da erkläre ich dir ganz genau, wie Energie funktioniert, wie du energetisch denken kannst, solltest, müsstest, so dass sich im Außen die Dinge so zeigen und manifestieren, wie du es gerne hättest. Dieser Kurs ist diesen Monat, September 2023, im Angebot. Hol ihn dir auf meiner Webseite mywellfeeling.com und verstehe diese ganze geheime, einfache, simple Sache, die hinter dem Prinzip des energetischen Denkens steckt. Es ist so einfach, es ist so, so simpel. Es ist dennoch neu zu verstehen, es ist neu zu lernen, es ist wie eine neue Mathematik, es ist wie eine neue Sprache. Und glaube mir, du glaubtest immer, eins und eins ist zwei, aber eins und eins ist drei. Und dazu in einem anderen Video. Ich freue mich, dir gedient zu haben. 1-zu-1-Gespräche sind noch offen im September. Du kannst sie buchen. Rising Up ist wie ein Raketen-Mastermind. Wenn du einsteigst, reißen dich die Ladies mit. Transformation ist an der Tagesordnung. Und wenn es dir um Business geht, wenn du Coach oder Berater bist und immer noch Strategien und Methoden suchst, die dir Kunden und Umsatz bringen, die dir helfen, deine Message, dich in die Welt zu bringen und es klappt noch nicht so, dann liegt es eben auch daran, dass du diese Identität noch nicht verinnerlicht hast, die dir eigentlich zusteht und die dir den Erfolg bringt. Und dazu biete ich absolut an. Absolut ist eine Business Mastermind, in der du dich als das absolute, der absolute Schöpfer, Manifestor, Generator von deinem Business
verstehst und dein Business ist deine Angelegenheit und deine Angelegenheit ist das Wichtigste auf dieser Welt. Ergo musst du auch für dich das Wichtigste auf dieser Welt sein. Wie du das verkörperst, zeige ich dir in absolut. Du wirst der beste Coach auf Erden, wenn du absolut verstanden hast, dass es absolut keine Ausnahme gibt von ich bin Divine Design. Und das muss mein Ego wissen, das muss es verkörpern und dann fließt die Energie zu mir und zu dir und aus dir heraus, genauso wie du es haben willst. In diesem Sinne, melde dich bei mir, wenn du Infos brauchst und wir sehen uns im nächsten Video. Bye, bye.